Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Trust and Betrayal mit Nephias und Gorobei. Und der Anne. Und der Anne, genau. Ah, verflucht. Und ich habe Limonen. Ich habe Lemon. Nee, was hab ich gefunden? Limes? Ja, eine Limette. Also, hier, Limette. Limetten? Ja. Bei Nephias gibt's heute Kalbis. Geil. Geil. Pina Colada habe ich noch zu Hause in der Kiste liegen. Pina Colada. Das war für das Tropikraft-Dings, ne? Ja. Ich werde nie verstehen, warum das unbedingt ein Pina Colada sein muss, aber okay. Weil es halt ein geiler Cocktail ist. Nee, Pina Colada ist doch so einer mit Sahne, oder? Ja. Ich hasse sahnige Cocktails. Ja, ich finde die so eklig. Da wird mir so schlecht. Ich finde aber auch Fruchtcocktails sind irgendwie ein bisschen geiler. Ja, ich finde so Fruchtcocktails, Sex on the Beach und so ist auch ganz geil. Ja. Und der Cocktail auch. Und ach, es gibt so viele geile Cocktails. Er spricht mir halt aus der Seele, was ist. Wenn die nicht so teuer wären, würde ich auch mal wieder welche trinken. Ich mache gerne auch selber welche. Silvesterparty, Nephias, kannst du schon mal vormerken, bist du auch eingeladen bei mir in Hamburg. In Hamburg, ist okay. Und da werde ich auf jeden Fall dann auch Cocktails machen. Sind ja nur 4 Stunden Autofahren. Ja, plan sie schon mal rein, ne? Bestimmt günstiger mit Flugzeug. Gorobei kommt auch und für die sind das mehr als 4 Stunden Fahrt, zumindest von Dänemark aus. Sind das? Warte mal, von Flensburg nach Dänemark Hamburg? Dänemark nach Hamburg ist, glaube ich, noch schneller als von mir aus. Das weiß ich nicht, wenn du 4 Stunden brauchst, ich brauche bestimmt 3 ungefähr. Ich bräuchte 4 bis nach Hamburg. Aber ich bin schon mal bis nach Bremen gefahren und dann brauchst du nochmal nach Hamburg locker eine Stunde. Das ist doch gar nicht so weit. Von Dortmund? Klar. Nicht so, aber ich meine, 4 Stunden Autofahren ist doch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, was hier... Geht, ja, geht so. Ist nicht weit, nee, das stimmt, aber an Silvester... Geht so. Ist okay, du bist wieder ausgeladen. Oh, dabei wollte ich doch Limetten mitbringen. Weißt du? Nee, so nicht. Halte die Option einfach offen. Aber du hast dann Babykatzen, ne? Ich komm. Ja, die sind dann bestimmt groß. Naja, die sind dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so Baby. Aber egal, noch jung. Und ich glaube, ich werde die auch nicht. Wofür? Zum Streicheln! Goro, zum Streicheln! Da musste ich kurz einspringen. Wofür? Zum Essen. Überbacke ich dann mit Käse und esse sie dann. Mit Käsebällchen oder was war das? Käsewürfel, ja. Käsewürfel. Ach, Anne. Die habe ich gelockert, die kann ich jetzt hier essen. Ich weiß nicht, warum ich darüber lachen muss. Ich weiß es nicht. Ja, wenn man die nicht lockert, dann muss man die erst auseinander. Ich weiß, warum ich lache. Ja, ich weiß, warum ich lache. Weil's, pure Neid, der daraus. Weil es witzig ist. Pure Neid. Nur weil ihr keine Käsewürfel habt. Das ist. Das trifft uns jetzt hart. Also ich habe mir jetzt noch nie gedacht, boah, jetzt ein Käsewürfel. Nicht? Achso, nicht? Oh, also ich bin ja schon der Käsemensch, muss ich ja sagen. Ne? Meine Freundin auch. Aber... Also, das war schon so ein Running Gag, als ich noch in der WG gewohnt habe. Da hatten wir immer... Gott, ein Creeper. Da hatten wir immer Käse im Kühlschrank und dann sind wir manchmal so, haben wir gesagt, Käsewaren. Dann sind wir zum Kühlschrank und haben uns so Stückchen vom Käse runtergeschnitten und standen in der Küche und haben Käse gegessen. Käsewaren. Ja, dann hat irgendjemand gerufen, oh, Käsewaren. Und dann sind alle in die Küche gerannt und haben sich vom Käse Stücke runtergeschnitten und sie gegessen. Okay, das ist, ich kann verstehen, warum du da weg bist. Nein, das war sehr witzig eigentlich. Ich hab voll die Blumen im Garten, voll hübsch hier. Was? Ich muss gucken. Nephias findet was hübsch. Ich wollte gerade sagen, alle weiblichen Zuschauer. Ich hab's total random hingestellt, damit ich sie hier stehen hab. Wo denn? Bei meinem Haus? In die Ach, Auto. Hier! Hab ich die schon? Ah, oh, die hab ich noch gar nicht. Kann ich mal mitnehmen. Wo bist du denn? Nee. Ich steh doch hier. Siehst du mich nicht? Ich sehe dich nicht. Ich darf dich nicht hauen, oder? Ihn darfst du hauen, er darf nur dich nicht hauen. Warum? Ach so, weil ich. Ach, ich weiß, warum ich dich nicht sehe, weil ich die Dimension gewechselt habe. Okay. Wo hast du die her? Das sind so coole Pflanzen, die fehlen mir noch. Tropicraft. Ach so. Komm mit!
Ja, ich will Blumen sammeln. Nimm ich Blumenkind. Mit. Blumenkind. Nein. Darf ich jetzt rein? Ja. Hier sind gar keine Blumen. Doch, hier muss am Portal geradeaus, da kommt ein Berg. Da ist wo alles bist voller du? Ich Blumen. Ich seh dich nicht. Jetzt siehst du mich nicht. Wo bist denn du? Umdrehen. Hochgucken, umdrehen. Steh jetzt vor dir. Dreh dich um. Dreh dich um. Hä? Da bist nein, du. Das. Nein, das bin ich nicht. Ach, dann bug das bei dir. Warte. Du siehst mich gerade in einer anderen Dimension oder du siehst Goro. Das ist ganz komisch in dem. Das Portal ist ausgegangen! Das ist normal, keine Angst. Hast du ein Feuerzeug dabei? So, jetzt müsstest du mich sehen. Hinter dir. Ja, da bist du. Hallo. Wenn du das wieder anmachen willst, machst du hier einen Rechtsklick drauf. Hier und drückst Dial. Dann kommst du wieder nach Hause. Cool. So, jetzt komm hier lang. Hier. Uiuiui. Was fällt denn hier vom Himmel? Ja, das sind Mobs, das buggt bei dir. Wenn du einmal disconnectest, dann sind die weg. Vielleicht falle ich auch gleich durch den Himmel. Du bist kann sein, aus Kühe fallen. Kann sogar runter. Sein, dass hier sind so Blumen warte, überall. Warte, hier. Warte, ja, hier, ich muss die Blumen mitnehmen. Achso, dir fällt so eine Rudel Kühe die ganze Zeit runter bei dir, ne? Ja. Ja, das hatte ich auch. Das ist meine Farm, die du siehst in einer anderen Dimension. Eine Goro Rudel auch, Kühe. Genau. Wer kennt sie nicht? Die berühmten Rudel Kühe. Wenn du dich genau umschaust, siehst du Goro auch irgendwo rumstehen. Ja, witzig. Wenn er gerade zu Hause ist. Ne, ist er gerade nicht. Er ist jetzt auf der Suche nach Rubberwood. Rubberwood. Wette, Anne hat sich das Portal nicht markiert. Brauche ich nicht, ich finde das wieder. Der Kutscher kennt den Weg. Was ist ein Rubberwood hier? Wunderbar. Ich leine später mal deine Sawmill, ne? Die baue ich nämlich nicht. Magic Mushrooms, ey. Heißt nicht so? Ja. Mario ist doch immer auf Magic Mushrooms, ne? Brauch orangene Blumen. Das ist ein Mammut. Ja, kannst du töten. Mehrere Mammuts. Nee, keine Lust. Kannst du dich in einen Mammut verwandeln? Ah, ne, das mürrische Mammut. Angst, ich möchte das nicht. Muss man T-Rex töten? Ich glaube nicht. Der One hätte mich doch bestimmt. Da habe ich auch Angst. Wenn die so eine beschissene Hitbox haben. Ich weiß, wo die Hitbox ist. Auf dem Boden. Bei den Eiern. Ist so, ne? War halt so. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Mod machen würde, würde ich halt auch immer so kleine ekelhafte Sache machen. Was? Ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Ich glaube schon. Oh, da ist noch was Seltenes. Komm her, du hübsches Ding. Oh, habe ich den Enderman angeguckt? Hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Ich habe den noch nicht angeguckt, oder? Ich habe den noch nicht angeguckt, hat der mich angeguckt? Was, den Ehering? Den Enderman. Ja, da plötzlich dreht der mega durch hier. Was willst du denn eigentlich? Ja, weißt du... Hast du seine Mutter wieder beleidigt? Mit die Fans oder? Hier. Die Ladies drehen durch, wenn er Fans lieben das. Fans lieben das, ey. Die Fans lieben mich. Ich muss einfach immer nur der fallenden Kuhherde folgen. Ach stimmt, du hast jetzt die Kuh als Orientierungspunkt. Die habe ich ja jetzt nicht, weil ich mich einmal disconnected habe. Hättest du mal lieber nicht gemacht. Ja, ich hab's mir markiert. Ja, ich finde das wieder. Da ist es doch. Ich seh das doch. Da hinten schon? War ich auch schon. Meine Minecraft-Sounds sind zu leise. So. Blup. Aber wenn es gleich wieder regnet, ist es wieder zu laut. Es regnet aber nicht. Ja, was hab ich denn hier gefunden? Noch nicht. Was war jetzt eigentlich die Sache mit dem Fairy Portal? Was hat ein Team Rot dazu gesagt? Achso, wir können rein, aber da sind jetzt alle Feen-Wespen. Das kann also gut laggen. Warum sind das Wespen? Weil die Feen den Server zum Absturz bringen. Was? Ja. Da sind so Fairies drin, so Pixies, die sehen aus wie aus Zelda Navi, so sehen die aus. Und da spawnen, wenn du reingehst, instant 600 Feen. Und dann kann es passieren, dass der Server das nicht packt. Werden die Sachen aus der Sommel auch in die Kiste transportiert? Ja, wahrscheinlich, ne? Alles. Was ist das denn? Eudialit-Ohr. Ach, das ist wieder so ein Useless-Zeug. Crackrock? Hab ich ja Crackrock gehört. Das könnte das Crackrock der Erze sein.
Da kriegt man nämlich so Shards raus. Und Shards in Modpacks sind immer nutzlos. Meistens. Außer bei Saumkraft. 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 Schade, dass das nicht hier drin ist. Das ist natürlich jetzt fail, dass meine Balls of Glue sich mit deinen Balls of Glue vermischen, ne? Ja, ich will nicht, dass meine Bälle sich mit deinen kreuzen. Es ist zu spät jetzt. Gibt keinen Weg zurück. Hier muss man dann wieder, wie haben wir das mit den Käsewürfeln genannt? Käsewürfel. die muss man dann auseinanderfriemeln. Ja, die muss man rausdrücken, wie? Was soll man dann noch? Ja, ich weiß nicht, wie. Vordrücken. Ich das Wort vergessen. Ich müsste in Nether, um Blaze zu farmen. Ich hab mir letztens. Mein Blumengarten ist der schönste, den es gibt. Letztens hatte ich ein paar Blazes getötet, aber ich hab mir das Schloss nicht gewaypointet, weil ich so in Rage war. Voll in Rage, so. Ja, Mann! Ja, Marv war dabei, hat mich wieder geärgert gehabt. Wer war dabei? Der Marv. Marv, der hatte Ärger. Ach so, du hast ja letztens mit Marv aufgenommen. Und war lustig. War ziemlich witzig. Es war ziemlich hirntot, war's. Die Gespräche haben überhaupt keinen Sinn ergeben. Das war cool. War witzig. Und da hatte ich ja mein Haus ungesichert zurückgelassen. Deswegen nehmen wir ja jetzt auf. Ich hab's mittlerweile geändert. Wieso hast du. Ich hatte eine Wand eingerissen. Ach, vorne dahin zu meinem. Ich frag mich Garten. Ja, ob Team Rot mein Portal nutzt oder ob sie es noch gar nicht gecheckt haben. Hm. Das ist nicht. In der Zwischenzeit haben wir nur Shigo und. Wer war es noch? Dingsbums. Dingsbums aufgenommen. Julia. Genau. Ich nehme ihm. Ich klaue ihm das jetzt einfach hier. Was klaust du mir? Ich darf nicht klauen, verflucht. Was willst du haben? Ich hätte mir einen neuen Robber-Bar mitgenommen. Die passen nicht in deinen Stack. Ja, nimm sie halt mit. Regelverstoß, bei mir wäre es geklaut. Ja. Nicht nur die. Da rennt er zu Papa und sagt, Papa, der hat geklaut. Und mit Papa meine ich Dalu. Ich hab's mir ausgeborgen, er kriegt das alles Papa wieder. Papa Dalu. Am Ende des Projekts kriegt er das alles wieder. Machen wir wie eine Liste mit Dalu. Dalu lässt sich alles auf eine Liste schreiben in seinem Haus, was ausgeliehen wurde. Echt? Nein, aber... Er war schon im Überlegen. Berechtigterweise, ne? Hat er so viel. Ich war bei ihm noch schon lange her, dass ich bei ihm drin war. Ist aber schon lange her, dass er aufgenommen hat, glaube ich. Cloud hier. Grants Cloud? Ja, Grants Cloud nicht. Der geht immer. Dalu, hast du Steine? Ja. Und dann geht er mal raus und dann sagt Dalu immer: Wie viele Stacks hast du genommen? Hast du es auf die Liste geschrieben? Ja, ja. Ich traue mich da auch überall durch. Dafür mache ich die Welt schöner. Ich mach die Welt schöner. Mach ich auch. Obsidian, ein Meshing Block, Blaze Rod. Hast du das Invar wenigstens schon rausgeholt? Redstone. Ja, ich hab mir das schon lange gemacht. Wer war in? Ich hab auch schon ein Magma Dynamo. Hab ich ja schon. Hat der Herr das schon, ja? Das hat er schon. Das Problem ist, dass er halt jetzt einen Lava Fabricator macht und in Nether muss. Ich mach jetzt hier ein Treppenhaus rein, Tore. Ja. Können das Treppenhaus anschließen an dein Haus? Kann ich dir trauen? Weiß ich nicht. Kann ich dir trauen? Weiß ich nicht. Das ist gut. Kann ich dir trauen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kannst du? Weiß nicht. Ja, also, ich meine. Ich kann dir bestimmt trauen. Ich würde mir trauen. Ja. Ich würde mir trauen, ja. Ich würde mir nicht trauen. Ach, du dir also, auch nicht. Ich würde wahrscheinlich jedem vertrauen und dann schnell sterben. Das ist Team Rot. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Was hast du hier gemacht, Tore? Hä? Ach, ja. Sehe das schon. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Ja, genau, das ist es. Oder wo, was hast du denn jetzt? Hier ist so ein komischer Pfahl, dann ist hier der Weg kaputt. Das mit dem Pfahl, das war einfach nur getestet, der kann weg. Chestplate kann ich nicht einschmelzen, wenn sie kaputt ist, ne? Das weiß ich gar nicht. Nee, geht nicht. Anne, das ist jetzt ganz großes Kino, was du da gemacht hast. Was habe ich denn da jetzt abgebaut? Ich dachte, das gehörte zu deinem Experiment, dachte ich.
Das gehörte zu, gehörte. Das gehörte zu meiner Höhle. Das gehörte. Was kann ich denn mit dem Euderlied Ups. Zeug machen? Das sehe ich auch. Ich bin da unter. Ich... Ja, die Kakteen kommen mir sowieso weg. Was möchtest du? Da war ein Weg. Da war ein. Ja, richtig, da war ein Weg. Da war ein Weg. Ich wusste halt nur nicht mehr, wie er aussah. Da, immerhin kann man sich ja denken, dass ein Weg irgendwie verbunden ist und nicht einfach nur mit Lücken. Ich hätte Greg Rock hinlegen können, aber es. Ja, es tut mir leid, liebe Anne. Vergebe dir. Nächstes Mal werde ich mir das gründlich überlegen, ob ich hier nochmal in deiner Nähe baue. Ja. Nein, du kannst auch bauen, was du willst, aber es muss halt ein bisschen schön aussehen. Ja, es ist okay, Anne, und ich bin auch dafür, dass du das auch schön machen darfst hier. Das ist aber nett. Also, Tores Haus wird abgerissen. Das muss weg! Nein, Tores Haus sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe mir heute die letzte Folge vom Spielpiraten angeguckt. Das sagte Verdem ist ja, dass wir das mal sollten. Und? Es ist an meinem Haus vorbeigeflogen und sagte, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ach, guck Lüge. Mal. Ach, guck mal. Weißt du, das lässt er sich wieder gefallen, der Herr. Das hat mir natürlich das Gekrönt, da wie übel. Das sind dann so vorher. Ach, ist ja eigentlich ganz nett so, also. Da hat er wieder die erregte alte Mann geräuscht. Oh, das war schön, du. Das sieht aber noch nicht ganz geil. Ich hätte das Glas schisseln können, ne? Ja. Ach, ich hätte, ich könnte, ich wollte. Mach halt. Ich mach demnächst mal. Wenn ich wieder da bin, aus meinem wöchigen Urlaub. Einwöchigen Urlaub in der Heimat. Ich hab's hier einfach mal so einen Zaun hingemacht. Den Zaun hier an der Ecke, den hatte ich hingebaut. Der schwebte ja in der Luft letztens. Der hier? Den hab ich heute hingebaut. Echt? Ja. Was hatte ich denn letztens hier gemacht? Wie er mir dreist ins Gesicht lügt. Dann hab ich den letztens wieder abgebaut. Ich hab den hingestellt und abgebaut wahrscheinlich, weil ich Angst hatte vor den Konsequenzen. You better do. Ich finde das ja auch sehr intelligent, dass du die Hecken vor dein Fenster gebaut hast. Das fand ich dann auch sehr intelligent, als sie größer wurden. Das selber habe ich auch gemacht und dann habe ich es halt wieder rückgängig. Ich war auch schon am überlegen, ob ich die Dinge abreißen soll, weil... doch nicht mehr so schlau. At first I was like, but then I lolled. I lolled. Kennst du das nicht? Das ist so geil, so ein ganz altes Meme eigentlich. Das Ding ist, ich finde es eigentlich... so komischen Typen mit einer Delfinmaske auf. Dumm mit den Büschen. Warum hast du eine Maske auf? Weil die Büsche halt, ich nehm die weg. Die Büsche sind halt useless eigentlich. Naja gut, Nahrungsquelle halt, ne? Ja, aber wenn ich da Kartoffeln hinmachen kann. Ein paar Bärchen die, da. Die Dings kannst du ja auch so ernten. Die Beeren. Aber die stehen halt vor meinem Fenster, wie du schon richtig sagtest. Das ist halt scheiße, ne? Das ist kacke, merkst du selbst, ne? Merkst du selbst, wa? Ich merk das leider selbst. Hattest du noch eine Ho? Darf ich mir die leihen? Hast du mich gerade Ho genannt? Ich hab mich Ho genannt! Okay, du hattest keine Ho? Ich hab eine Ho hey, in der Ho. Tasche, willst du sie haben? Nee. Die ist bestimmt benutzt. Man nennt sie auch Taschen-Ho. Taschen-Ho. Ja, die ist schon ziemlich benutzt. Man könnte auch sagen, verbraucht. Hilfe! Mama, ich bin nicht mehr. Gerade deine Mama sollte lieber nicht hier reingucken. Nephias, was tust du schon wieder? Die wird ihn bestimmt nicht Nephias nennen. Das wäre merkwürdig. Wahrscheinlich hast du noch so einen Zweit- und Drittnamen und dann sagt sie so alle deine Namen, wenn sie wütend ist. Nee, ich habe nur zum Glück nur einen. Echt? Oh, ja. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Fabian, Tobias, Justus, was tust du da schon wieder? Fabian, Tobias, Justus, oh mein Gott. Wann ist die ersten drei Snob-Namen, die mir eingefallen sind? Ach so, fuck. Weil er ja bestimmt ein Snob ist, ne? Ja, hallo. Wie wir alle wissen, ist ein Snob. Telebonze, ja. Durch YouTube-Money halt, ne? Bonze.
Was für YouTube-Money? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, weißt du, er darf doch nicht drüber reden, wie viel er verdient. Ich habe auch nicht gesagt, wie viel er verdient. Ich habe nur gesagt, dass er YouTube-Money macht. Darf doch nicht darüber reden, dass er was verdient. Ist alles ehrenamtlich. Blau. Ehrenamtlich. Rot. Ich bin ehrenamtlicher YouTuber. Fuck, ich brauche rote Farbe. Hier, ich habe Rosen. Hier gibt's etliche rote Wolle an so Häusern, die kannst du bestimmt abbauen. Ah, stimmt. Kann man aus Wolle auch wieder Farbe bekommen? Weiß ich, irgendwo ging das. Kann ich aus Redstone rot bekommen? Nein, ne? Nee. Du brauchst Rosen. Ja, aber es geht noch mit irgendwas anderem. Ich habe auch noch... Wie viel Farbstoff brauchst du denn? Ganz viel, deswegen versuch's nicht. Aber du musst gar nicht so weit, da sind überall Blumen in dem Blumenbiom halt, ne? Ja, ja, da will ich jetzt hin. Für dich soll es rum. Ich frag mich, ob ich aus den roten Blumen das auch rausbekomme. Nee, gibt's nicht. Die sind useless, die können nix. Wie, die roten Blumen? Na, die großen können nix. Ach, die großen. Hab ich auch schon gedacht. Das wäre so gut. Pustekuchen. Bin ich hier voll das Blumenkind, ey. Dieser Nephias. Das kleine Blumenkind. Oh, wie die Vögel draußen ausrasten, ne? Dann dachte ich, ich ziehe eine Großstadt und dann. Ich hab mich gerade kurz erschrocken, Goro, weil ich hab deinen Nametag gesehen. Wie soll ich dich umbringen, oder was? Und da stehst du auch noch als ich hier. Hä? Hä? Bist du blöd? Wieso steht hier eine Kopie von mir? Wo bist du? Auf dem Blumenfeld. Ich komm mal hin. Will das aber auch nicht hauen, das sieht aus wie ein Klon von mir. Da bist du. Gleich bewegt es sich und spricht dich an. Oder ist das ein Bug? Lol, da stehst du. Ja eben. Mit 44 HP. Ja, was ist das? Das ist ein Klon von mir? Darf ich mal hauen? Hau den mal. Geht nicht, ne? Hui, ich kann sogar durchfliegen. Ey, du. Das ist ein Bug. Au! Das war der... Nee, das war ich. Er hat jetzt Energie verloren. Riecht den nicht kaputt? Hä? Das ist ja witzig. Hauptsache drehst du erstmal durch, dass ich das bin. Ja, ich hab einen Nametag gesehen und ich dachte, du wärst das. Nephias war slain bei Nephias. Inception. Das ist ein Teamkill? Das ist ein Teamkill. Das ist Selbstmord. Vor allem hat der Stuff dabei gehabt, ne? Der hat meinen Stuff nochmal gehabt. Hast du dir jetzt alles verdoppelt? Ja. Mein Knappsack ist jetzt leer. Hä, was war das denn für ein Bug? Ich hab mich gerade selbst getötet. Also, du lebst aber noch, ja? Du bist ja. Oh, guck mal, da ist so eine geile Chest. Ist das etwa mein Safari-Netz? Ja, eins davon kannst du wieder mitnehmen. Sammel mein Zeug nicht ein. Das ist mein Zeug aus dem Knapp. Wieso hat. Hä, was war das denn? Oh, das ist eine Dubstep-Gun und das Blut. Ja, muss man das jetzt melden als Da liegt Blut noch deine Chest. Hier vorne, Nefi. Hä? Ja, ich frag da du gleich. Hier ist noch deine Chest. Ja, hier liegt alles noch von mir. Ich schmeiß mal das Safari-Netz auch lieber hin, nicht, dass du das alles zurückgeben musst. Ich hab jetzt auch einen zweiten Knappsack, alles verdoppelt. Nicht, dass du die Sachen alle Pfeife, zurückgeben musst nachher. Dass du nicht den geilen Shit dabei hattest, war. Hä? Aber Goro hat's auch gesehen, das Ding. Also, ja, also es ist auch in meiner Aufnahme, dass da ein zweiter Nephias steht. Kann man, wenn man... Hat mich irgendeiner geklont? Aber dann hat er nicht denselben Stuff drin wie du und schwebt in der Luft. Der ließ sich ja auch nicht angreifen von mir zum Beispiel. Ich konnte ihn aber auch erst töten mit der Faust, ging nicht. Weil ich Protection drauf habe, glaube ich. Erst mit dem Rapier. Lol. Das verstört mich gerade end. Habe ich jetzt mein ganzes Zeug gesammelt hier? Man hat alles doppelt, ne? Clevere Ausnutzung der Spielmechanik, würde ich sagen, ne? Weißt du, dann tut er so, als wäre er überrascht. Oh, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. So, nochmal. Nimmt er nachher alleine auf, macht er das öfter. Nee, irgendwie habe ich nicht. Also ich hatte alles, was im Knappsack war, habe ich nicht mehr gekriegt. Aber ich habe den Knappsack nochmal gekriegt. Das
Entweder es war ein Bug oder es war halt wirklich ein Klon. Durfte man klonen? Ja. Aber nicht, dass Team Rot den da hingestellt hat, damit wir Kills farmen. Wie? Ja, mit wenn, sie wenn, Kills farmen? Wenn das ein Klon war, zählt das als Kill. Weil Klone, so wie es im Chat steht, zählt als Kill. Also, Nephias was slain by Nephias. Ich hab mich selbst gekillt. Using Red Slayer. Ich bin verstört. So fix und fertig, der Nephias. Sowas könnt ihr doch nicht machen. Nephias ist jetzt fick und fertig. Fick und fertig. Das war bestimmt Chigo. Fick und fertig. Ich weiß das. Na, das gibt ja auch keinen Sinn. Warum sollten sie dich klonen? Ich bin. Also, ich meine, no offense, aber. Hast du den Safari-Netz wieder mitgenommen? Nee, das habe ich dir zugeworfen. Nicht, okay, dass du den Stuff nachher wiedergeben musst, weißt du? Nee, ich habe ja nichts. Ich habe nur den Knappsack doppelt, sonst habe ich nichts doppelt. Hä? Ich habe den. Nachdem ich mich getötet hatte, habe ich meinen Stuff aus dem Knappsack verloren. Ach so, ja, ich habe es dir hingeworfen, ich habe es nicht mitgenommen. Ja, ja. Kannst du in irgendeine Kiste tun, dann kann ich mir das holen, wenn ich das brauchen sollte. Dann könnte man sich ja theoretisch, wenn das jetzt wirklich ein Klon gewesen wäre, jede beliebige Person klonen, sie dann töten und dann. Ich hab eh überlegt, ob ich klonen soll. Ich war eh kurz im Überlegen, ob ich das mal angehe. Und dann das komplette Inventar einfach nehmen, oder? Also. Nee, du kommst ja nicht dran. Obwohl doch, du kannst ihn ja töten. Ja, wenn du ihn tötest. Und dann kriegst du kriegst das Inventar nicht, du kriegst den Knappsack. Achso. Hm. Weil mein Rapier und so habe ich ja nicht bekommen. Bist du das jetzt, Fledermaus? Fledermaus, bist du's? Was hat er für einen Helm auf? Oh, ein kleiner Hundehut. Ach, hat mich das jetzt verstört. Nee, Fias ist völlig fertig. Ja, ist so. Das könnt ihr doch nicht machen mit ihm, der arme Junge. Der schläft heute Nacht nicht. Macht gleich einen Screenshot davon und Team Rot lacht sich gleich kaputt. Wahrscheinlich. Musst du wie sonst einen Screenshot davon machen. Ja, ja. Wie lange geht eigentlich die Folge noch? Noch 40 Sekunden, dann haben wir 28. Ist vielleicht doch nicht so smart, dass ich jetzt wegfliege dann. Möglicherweise nicht. Was machst du da? Ach. Die hängen in Gärten von Babylon oder was? Ja, genau. Du machst hier wirklich die Ecke so ein bisschen schön, ne? Versuch's halt. Finde ich aber auch toll. Macht unsere Ecke schön. Keine macht den Drogen, Anne. Unser Land soll schöner werden. Unser Team soll schöner werden. Oh, Goro, da musst du aber einiges mehr gehen. Tun. Ich muss gehen? Nee, ich finde. Es sind doch schon so viele gegangen. Oh, Wecker. Der war aber laut diesmal. Der Wecker? Ja. Du gehst mir auf den Wecker. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich aber gesagt. Habe ich zwar so gemeint, aber ich habe es nicht gesagt. Arrow. Hier ist nix Geiles. So, wollen wir dann zum Ende kommen? Können wir. Warte. Ich kann noch nicht. Ich muss noch hier gerade. Gleich. Ja. Ich warte nur auf Anne. Das dauert noch kurz eine Minute. Eine Minute? Ist aber. Nur ist aber auf. Mich ja doch verbaut. Ah, warte, ich muss noch einen Screenshot machen. Oh, ich habe den Baum angezündet. Nein! Und Waldbrand hier verursacht. Wo war nochmal Waldbrand verursachen? Alt F4 war das. Okay, Leute, wir können beenden. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.